Hey, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, ihr habt richtig gesehen, The Crew ist da und wir schauen uns das heute an. Jawohl, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich sofort wieder, wenn ich meine gesamten Einstellungen gemacht habe. Bis gleich. Jawohl, und da bin ich auch schon wieder. So, Einstellungen, Grafik, Sound habe ich gemacht und ja, neues Spiel. The Crew, was ist The Crew? The Crew ist ein MMO-Online-Rollenspiel-Rennspiel. Ja, also wie gesagt, rein Multiplayer. Und wie gesagt, wir werfen jetzt das erste Mal einen Blick rein. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ich habe das Gold Package genommen. Das gab es bei MMOGA im Angebot. Und kostete genau so viel wie das normale Paket bei anderen Anbietern. Von daher lohnt es sich immer wieder mal bei MMOGA zu schauen. Und mit dem Goldpaket hat man viele Wagen gekriegt und einen Geldbetrag. Hat den Season Pass dazu bekommen, das heißt, alle DLCs, die für das Spiel rauskommen, sind dann inklusive.
und so weiter und so weiter. Ja, also 11 Inhalte verfügbar. Tja, schauen wir mal. Dr. Matt Bonsai, da bin ich. In Detroit starten wir. Und wie gesagt, man hat die Möglichkeit, die ganze USA zu befahren, zu bereisen. Und das alles in echten Kilometern. Das heißt, wenn dort steht, die Strecke ist 100 Kilometer lang zu fahren, dann fährt man reale 100 Kilometer. Wo zum Teufel bist du, Alex? Bin beschäftigt, Harry. Die Cops, aber nichts, womit ich nicht klarkomme. Mach Schluss, auf dich wartet ein Rennen. So, dann sollen wir mal den Bullen hier entkommen. Eine Einheit hat sich verlegt, Zentrale. Oh ja, okay. Dann das Ganze nochmal. Ich musste mal kurz gucken, wie die Steuerung funktioniert. Oh, die Grafik ist schon sehr nice. Ah, ich bin immer noch leicht erkältet dafür. Sorry. Mach Schluss, auf dich wartet ein Rennen. An alle Einheiten im Gebiet. Verfolgungsjagd in ihrer Nähe. Gehört und verstanden. Zentrale Straßensperrung steht. Verstanden. An alle Einheiten. Straßensperren in Position. Schön hier mit dem Offroader. Und es ist so eine Mischung, so ein, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt, aber es ist so eine Mischung aus Arcade-Rennen und Leichtsimulation. Es gibt ein leichtes Schadensmodell. Und die Wagen werden natürlich dreckig. Und man kann vieles einstellen, also... So, mal Richtung Ziel fahren hier. So, man kann viele Missionen annehmen, man kann das Ganze im Koop spielen, man kann andere Spieler herausfordern zum Rennen. Man kann so viel machen. Wie gesagt, es ist ein Open World MMO-Rennspiel und ja, schauen wir mal, wie sich das hier alles so entwickelt, was auf uns zukommt, wie sich das Ganze spielen lässt. Weil die Steuerung ist schon sehr cool, mit dem Gamepad spiele ich das Ganze. Und zwar mit dem Xbox 360 Controller. Ich bin jetzt unterwegs. Na endlich, Alex. Ich bin diesen Rennschlitten in der Scheune deponiert. Wo? Wo? Hast du dein 510-Net eine Weile nicht aktualisiert? Siehst du das Radar auf der Minikarte? Es zeigt dir den Weg zur nächsten Datenstation. Je näher du bist, desto grüner wird es. Folge ihm.
Ich bin da, Harry. Was jetzt? Und man spielt ja quasi, so wie ich das sehe, eine kleine Single-Kampagne im Multiplayer-Spiel. Genau. Synchronisieren wir dich mit dem 510-Net. Wir haben eine Hintertür zu den Datenstationen im ganzen Land gefunden und haben unsere eigenen Daten eingespeist. Hier findest du alles, Mann. Rennveranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, was du willst. Und obendrein ist es verschlüsselt. Ich habe die Scheune markiert, siehst du sie? Ja. Setz einen Wegpunkt und fahr hin. Wir brauchen dich in Detroit. Und zwar jetzt. Okay, dann setzen wir hier mal einen Wegpunkt und machen einfach jetzt mal dieses kleine Tutorial, um das Spiel ein bisschen kennenzulernen. Wegpunkt setzen. Ja. Legen Zahn zu, Alex. Du hast keine Zeit rumzugammeln. Oh, reagiert noch ein bisschen träge. Das kann man im Menü einstellen. Sogar. Gut so, ich habe eine Menge Kohle unter die Haube gepackt. Du hast also genug Muskeln, um die Horde heute Abend aufzumischen. Apropos, komm schnell her, Alex. Dein Bruder macht sich über irgendwas Sorgen. Das passt nicht zu Dayton. Ich komme. Du wirst in Detroit gebraucht, Alex. Setz einen Wegpunkt und fahr hin. Und zeig dein Pokerface. Das Rennen wird verdammt hart. Du solltest die Burschen mal sehen. Ich schaff das. Ohne Zweifel. Aber denk dran, dein Bruder will dich danach sehen. Klingt ernst. Keine Sorge, alter Mann, ich vergesse es nicht. So, wo ist das Rennen? Da ist das Rennen. Richtig? Ja. Das ist auch cool, man kann quasi, hier ist mein Charakter, ist, wenn ich jetzt ranzoome, also so zoome ich weg. Entschuldigung. Mein Gott, nochmal. So, das ist komplett Amerika, also nicht Amerika, also die komplette USA kann man befahren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ranzoome, dann kann ich hier sogar meinen Wagen auf der Karte sehen, ja. Schon nice gemacht. So, jetzt machen wir das, was sie gesagt haben, wir setzen einen Wegpunkt auf das Rennen. Sehen würde zu, dass er hinkommt, ne? So, die ganzen Spieler, die hier fahren, das sind alles echte Spieler, da hier sind keine... Hoppala. Hier sind keine, NPCs, die hier rumfahren. NPCs werden dann bei der Story-Modus werden natürlich NPCs im Rennen fahren, aber sonst jeder Name, der hier angezeigt wird, das sind dann echte Spieler. Wie gesagt, mit der Steuerung muss man sich ein bisschen dran gewöhnen.
Au. Alter Schwede. Wie gesagt, die Steuerung muss ich dann noch mal ein bisschen anpassen. Alex, wo bist du, Mann? Diese Pseudos-Glauben von uns taucht keiner auf. Relax, ich fahr hin. Wie gesagt, die Strecken dauern wirklich ein bisschen, weil es sind reelle Kilometer, die man fährt. Erinnert mich so ein bisschen an den ersten Teil von Fast and the Furious. Da bin ich mal gespannt. Ai. Das gibt's doch nicht. Okay, da sind wohl gleich die ersten Kopfverfolgungen. Ah, schießen wir als erster ab, ne? So. Na, was jetzt? Flüchten Sie vor den Cops. Na? Okay. Hi, Bro. Ich brauche einen Wagen.
Verstehe. Alles okay? Klar. Los geht's. Ambassador Bridge, Bro. Du hattest heute Ärger mit den Cops? Ja, aber ich hab sie abgehängt. War cool. Warum legst du dich immer mit dem Gesetz an? An Rennabenden sollst du die Cops in Ruhe lassen. Denn je mehr Cops, desto schlechter fürs Geschäft. Weißt du, wegen dem Scheiß hast du noch kein 510-Tattoo. Ach komm, Dayton, ich bin der beste Fahrer im ganzen Staat. Darum geht's nicht, Alex. Ich hab die 510 gegründet. Ich bin der V8 und mein eigener Bruder bricht die Regeln. Mann. Wie sieht das aus, hä? Kein Wunder, dass immer wieder ein paar Jungs Scheiße bauen. Also, worum geht's? Ein Typ namens Schiff. E4. Ich kenne ihn nicht. Muss ihm aber ein paar Fragen über verschwundene Kohle stellen. Und warum bin ich hier und nicht einer deiner 510s? Du bist ein Arschloch, aber du kannst fahren. Wenn ich Schiff auf Linie bringen muss, dann will ich den besten Fahrer, um es ihm auf der Straße zu zeigen. Und ich will dir die Chance geben, mal was Nützliches zu tun. Okay, 1100 Dollar eingenommen, Erfahrungspunkte 157. Okay. Okay, dann schauen wir mal, was jetzt noch passiert und dann machen wir einen Cut. So würde ich das dann gerne tun wollen. Ich bin auch von der Kälte noch ein bisschen angeschlagen. Das ist er. Bis gleich. Die Grafik ist schon Bombe. Sieht schon echt richtig, richtig cool aus. Denken? Hände, wo ich sie sehe. Mein Bruder braucht Hilfe. Was zum Teufel soll das, Mann? Helft ihm! Er verblutet! Die Waffe ist nicht meine. Der ist tot. Nein! Okay. Fünf Jahre später, okay. Also Bruder tot und ich bin wegen irgendwas ins Knast gegangen, was ich nicht getan habe. Auch sehr geil, okay. Hallo Alex, ich bin Zoe. Wir können einander helfen.
Du kennst sie, oder? Klar tust du das. Der eine killt deinen Bruder, der andere buchtet dich ein. Das ist der Deal. Ich will den hier. Special Agent Coburn. Er ist korrupt, fehlt nur der Beweis. Und du willst den hier. Dennis Jefferson, alias Schiff. Boss des 510 Motor Club. Bin dabei. Du hast hier noch 8 Jahre. Wir löschen deine Akte und deinen Namen. Ich sagte, bin dabei. Okay, du arbeitest jetzt für das Federal Bureau of Investigation. Hab nichts dagegen, für das Gesetz zu arbeiten. Wir haben einen Wagen für dich. Ich melde mich. Das behalte ich. Wenn dich das anspornt. Vielen Dank, dass du den Season Pass von The Crew gekauft hast. Vergiss nicht regelmäßig im Akku vorbeizuschauen, um die neuesten Inhalte kennenzulernen und auszuprobieren. Yep. Ferrari. McLaren. Mini Cooper. BMW. Dodge Ram. Okay. Also viele, viele schöne Wagen. La 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 la. Schauen wir uns alles später an. Wir haben ein Budget hier für Alex. Aber es ist begrenzt. Ich gebe dir Geld, um deinen ersten Wagen zu kaufen und auszurüsten. Geh sparsam damit um. Später musst du Extras selbst bezahlen. Die stehen bereit für eine Probefahrt, also dreh eine Runde, wenn du unsicher bist. Okay, und das würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Mein Ersteindruck für dieses MMO-Rennspiel. Also grafisch sehr, sehr geil. Story-Modus, obwohl man die ganze Zeit online ist. Auch sehr nett gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also bis jetzt gefällt es mir schon sehr, sehr geil. Und ja, wenn es euch gefallen hat, macht bitte gerne Daumen hoch. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr euch das Spiel kauft oder erstmal abwartet oder wie auch immer. Wie gesagt, das Spiel gibt es seit jetzt quasi. Und ja, dann danke ich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Also, macht's gut. Ciao, ciao.